Hi, ich habe mir eine Wallbox gekauft und wollte die mal ganz kurz zeigen. Man sieht schon von Mannekes ist die. Ich habe verschiedene ausprobiert und entweder gleich wieder storniert, gar nicht erst gekauft oder zurückgeschickt. Und die ist jetzt, also die macht auf mich einen guten Eindruck. Was ich halt machen will, ist den PV-Überschuss regeln. Also damit ich dann nur Überschussleistung von der PV-Anlage ins E-Auto lade. Und wie ich mir das gedacht habe, zeige ich jetzt gleich mal. Ich habe hier schon mal ein Skript vorbereitet. Das funktioniert auch schon. Ich habe es noch nicht komplett getestet, aber komme ich gleich zu. Wir sehen hier auf der rechten Seite, lese ich die Daten von der PV-Anlage aus. Das ist auch gerade live. Das geht per Modbus, das ist ein E3DC-System und das aktualisiert sich hier alle 2 Sekunden, wie man sieht. Hier sieht man, was die PV-Anlage gerade an Leistung bringt, mit wie viel kW der Akku geladen wird, also 2,3 kW, was das Haus gerade braucht und die Netzeinspeisung. Die ist gerade noch quasi null, weil der Zählermonteur noch kommen muss. Und genau das ist dann auch der Wert, über den ich mir nachher hoffe, rauszufinden, wie viel Überschuss da ist. Ne? Also wenn, keine Ahnung, die Anlage jetzt, sagen wir mal, 7 kW liefert und lädt den Akku ein bisschen, speist ins Haus und dann gehen, sagen wir mal, 4 kW ins Netz, dann weiß ich, okay, 4 kW habe ich jetzt verfügbar und könnte das ins E-Auto laden. Und hier habe ich auf der linken Seite ein kleines Modbus Python-Skript, das verbindet sich mit der Mannekes Wallbox und schreibt in das Register 1000 und zwar einen Wert von 0 bis 16. 0 bedeutet Laden unterbrechen und dann kann man Werte von 6 bis 16 einstellen, das ist die Stromstärke. Und je nachdem, ob man das dann einphasig oder dreiphasig verkabelt hat, bedeutet 6 Ampere, dass ich halt mit 1,2 kW oder mit ungefähr 4 kW lade und 16 Ampere bedeutet bei einphasig 3,8 kW und bei dreiphasig 11 kW. Es gibt dann hier diese Wallbox meines Wissens auch noch in der 22 kW-Variante. Da kann ich dann bis auf 32 hochgehen. Ich habe das also getestet und die Wallbox akzeptiert die Werte. Und wenn ich hier was größer 16 schreibe, dann verwirft das. Also ich lese den Wert anschließend aus und gucke, und wenn ich hier zwischen 0 und 16, dann dauert dieser Aufruf auch ein paar Sekunden und dann kriege ich hier genau den Wert zurück. Und wenn ich hier was größer 16 reinschreibe, dann geht der Aufruf ganz schnell, aber er behält den Wert nicht bei, wenn ich ihn anschließend auslese. Deswegen bin ich guter Dinge, dass diese Regelung dann tatsächlich auch das tun wird, was ich möchte. Ich habe es jetzt allerdings noch nicht getestet. Also ich habe mit der Wallbox kommuniziert, aber ich habe noch nicht gemessen, was dann an der Steckdose tatsächlich rauskommt. Das ist dann als nächstes, steht dann als nächstes auf dem Programm. Aber ich möchte jetzt einfach nochmal das Innenleben der Wallbox zeigen. Also, wenn sie mal zusammengebaut ist, sieht es dann so aus. Und hier vorne wird das Ladekabel angesteckt. Ich persönlich finde ja die Variante so viel cooler, weil man dann, wenn es nicht benutzt wird, hat man da nicht sein Kabel rumhängen, was aus meiner Sicht immer ziemlich unordentlich aussieht. Und hier habe ich einfach nur so eine Steckdose. Ich finde das viel cooler. Und dann kann auch jeder kurzes Kabel, langes Kabel, wie man möchte, anschließen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass der Stecker dann im Regen liegen bleibt, die ist dann auch geringer, weil man das Kabel ja immer mitnimmt. Hier ist ein RFID-Scanner. Genau, und da unten sind jetzt die Komponenten, die das Ganze so interessant machen. Also im Prinzip ist ja so eine Wallbox, könnte man meinen, einfach nur eine glorifizierte Steckdose. Da ist auch ein bisschen was dran. Aber es ist doch. Oh Mist. Jetzt ist mir mein Mikrofon hier abgefallen. Sorry. So, ich hoffe, das passt jetzt wieder. Ja. Also es ist doch noch ein bisschen mehr Technik drin. Und darum mache ich die jetzt gleich mal auf. So. Also, hier unten schließt der Elektriker euch dann die Wallbox an. Ich habe das jetzt hier an meinem Trenntrafo mal
dass ich es hier mal testweise in Betrieb nehmen kann. Ich schließe es jetzt auch mal an. So, jetzt sieht man hier, leuchtet ein bisschen was. Was ist denn hier alles an Komponenten drin? Gut, also hier, das ist aus meiner Sicht der Motor, der das Kabel verriegelt, wenn es angesteckt ist und lädt. Unten drunter haben wir dann die Wallbox-Steckdose von hinten. Und ja, ein bisschen Entstörung. Hier ist das Schütz. Das Schütz schaltet die Spannung an oder aus. Also nur, wenn das Kabel angesteckt ist und das Auto dann auch gemeldet hat, ich bin da. Nur dann wird das Kabel auch unter Spannung gesetzt. Naja, jetzt fährt er gerade hoch. Das hat jetzt hier gerade mal testweise den Motor angesteuert. Das Ding hier, dieses kleine zierliche, ist der zentrale Computer. Da läuft eine GNU Linux drauf. Und dann noch Eigenentwicklung von Mannekes natürlich. Hier ist ein Adapterkabel. Das wird auch mitgeliefert. Das kann man hier dann anpappen von USB auf Ethernet. Dann haben wir hier oben noch einen Stromzähler. Und zwar gibt es da zwei Varianten. Es gibt mal den eichrechtlich konformen zugelassenen bei der, ich glaube, bei der Professional Wallbox und bei der Amtron Charge Control. Das ist jetzt die, die ich hier habe. Da ist das ein nicht eichrechtlich zugelassener. Das heißt, also so wie ich das verstanden habe, wenn ich jetzt zum Beispiel bei meinem Arbeitgeber die Ladeleistung oder Ladeenergie abrechnen lassen will, dann brauche ich einen eichrechtlich zugelassenen, und wenn ich nur selber wissen will, wie viel habe ich denn geladen, dann tut es auch der 2 Euro billigere, keine Ahnung wie viel billiger der ist, wahrscheinlich eher 20 oder so, dann reicht es, wenn es ein nicht zugelassener ist, also eichrechtlich zugelassen. Ja, lustig ist in dem Zusammenhang auch, ich habe mal einen kurzen Blick in das Firmware-Update geworfen, und wenn ich das richtig verstehe, kann sich der Hersteller auf diesem Control-Dingens hier mit SSH einloggen, und zwar als Root in den nicht eichrechtlich zugelassenen Varianten, hier zählermäßig, und in den Varianten, die eichrechtlich zugelassen sind, kann sich tatsächlich keiner mehr als Root hier einloggen. Das ist dann in der Firmware gesperrt. Finde ich interessant. Was das jetzt genau auf sich hat damit, keine Ahnung, habe ich mir nicht genauer angeschaut. So. Was haben wir hier noch? Ein bisschen Netzgerät zur Stromversorgung, Actuator Control, weiß ich nicht, was das macht. Habe ich mir noch nicht im Detail angeschaut. Ja, also viel ist es letztendlich nicht, aber es, soweit ich das einschätzen kann, und ich habe ja letztendlich keine Ahnung, ist das alles sehr ordentlich hier verarbeitet. Das gefällt mir sehr gut. Ja, wir können das Skript auch noch mal ganz schnell laufen lassen. Mal schauen, ob das jetzt einfach nur mal quasi als Demo hier links. Ich führe das einfach mal kurz aus. So, man sieht, er hat den Wert gesetzt und meldet ihn dann auch rück. Ja, viel interessanter wäre es natürlich, wenn ich jetzt so einen Testadapter noch hätte und mit dem Oszilloskop gucken würde, ob er dann den richtigen Wert auch signalisiert, aber das mache ich vielleicht mal gesondert. Jetzt, das war nun mal wirklich der allererste Blick in diese Wallbox. Ja, danke fürs Zuschauen, und ja, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne eure Erfahrungen zum Thema PV-Überschuss etc. auch in die Kommentare schreiben. Bis dann, ciao.